Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lost Ark. Okay, jetzt birgt die Waffe der größten Ahnen. Okay, warte mal. Mein Franken hat seine Kraft wiedererlangt. Welch großes Tage sind gezählt. Ich halte dir den Rücken frei. Ich schütze dich mit der Macht Elagias, der heiligen Rüstung. Gut, dann wollen wir mal weitermachen hier. Lasst uns in die Arche der Arroganz gehen und Velkruz vernichten. So, jetzt ist Zeit, die Scharte auszusetzen. Dank dir haben wir unsere Stärke zurückgewonnen. Nun ist es an uns, dir zu helfen. Aika. Frankenstein! Ein unmissverständliches Zeichen. Okay. Moment. Frankenstein? Schläfst du? Okay, gut. Frankenstein? Genau. Endlich hast du's kapiert. Du Schlingel, du bist wieder bei deinem Meister. Verwandeln wir sie zu Staub. Okay, hol dir Aikas Stärke und vernichte die Feinde. Wie lange willst du dich noch ausruhen, Saba? Nun gut, dann bin ich jetzt dran. Ich spüre eine starke Aura direkt voraus. Das ist kein Gegner für mein Elagier. Oh.
Ich entfessle deine Macht! Alter! Bei dem Ganzen ist da überhaupt nichts mehr. Alter, ich sehe ja gar nichts mehr. Wow, und ich bin tot. Ich hab gerade überhaupt nichts mehr gesehen. Ich sehe nur bunt und fertig. Mehr sehe ich ja gar nicht mehr. Echt. Ja, toll. Ja. Nein, out.
nein. Ich hab keinen Bock, schon wieder drauf zu gehen. Ja, scheiße. Au. Dass der Typ auch immer dann gerade wegläuft, weil ich ihn eine verplatten will. Ja, endlich. Du passt wirklich gut zu mir. Ja. Na, ich weiß nicht mehr. Hast du das gesehen? Das ist die wahre Macht, die wir zu unseren besten Zeiten hatten. Gehen wir zur Arche der Arroganz. Halte mit mir Schritt. Ich werde diese Dämonen im Alleingang beseitigen. Gut zu hören, da kann ich eigentlich mal eine Pause machen. Scheiß auf die Evident-Information. So, warte mal. So, sprich aber mit Eike heute, wie wurde gesprochen. Achso, und da muss ich jetzt hin. So, jetzt muss ich aber erstmal zur Reparatur. Ich dachte wirklich, um mich wäre es geschehen. Okay, unter freigeschaltet, schön, gut. Was machen Dämonen denn? Ich hoffe, die ausgegrabenen Relikte sind noch. Hast du das gesehen? Das ist alles, was von diesen Dämonen übrig ist. Schwert, sprich zu mir. Öffne die Arche. Für die Dunkelheit, für Vekros. Der verfluchte Velkruz ging in die Arche der Arroganz. Wir müssen schnell hinterher. Sollte es Velkruz gelingen, sich mit Hilfe des uralten Schmiedefeuers zu verstärken, dann würde das Jorn in ein großes Unglück stürzen. Okay, gut. Ist das wahr, Vorfahre? Das ist ein großes Problem. Wir müssen sofort Truppen von Kaiser anfordern. Doch uns bleibt nicht viel Zeit. Ach, wir werden sie aufhalten. Wirklich? Welch eine Erleichterung. Die beiden größten Ahnen zusammen mit Baltor, dem Nachfolger des eines Sternboten. Und wir haben noch Tavalero. Wir können es schaffen. Wir müssen absolut alles für den Sieg geben. Wir müssen Velkruz um jeden Preis aufhalten. Ja, dann. Zeit, ihnen Stress zu machen. Mein Freund, wir sind fast bei der Arche der Arroganz. Überlasst die restlichen Dämonen der Ermittlungseinheit. Schnell zur Arche. Wir können es uns nicht mehr leisten, Velkruz ausgeliefert zu sein. Oh Gott.
Okay, wie gibt es zum Eingang der Arche da auch ganz... Das kann nicht sein! Die Arche ist von einer so bösen Aura umgeben. Um das Schmiedefeuer zu erreichen, musst du zuerst zur Schmiede. Wenn sie noch nicht eingestürzt ist, dann ist das der schnellste Weg. Doch so schnell öffnet die Arche keinen Weg. Wir werden dir auch nach Kräften helfen. Fremder und Nachfolger Galaturs, seid ihr bereit? Gut. Bin ich bereit? Nö, aber... Ach, nur für den Fall. Sollte es Vilkruz gelingen, sich erfolgreich weiterzuentwickeln, weiß ich nicht, ob selbst Fjörgen es noch zerstören könnte. Wenn wir hier versagen, bin ich wieder ein gescheiterter Schüler. Tabellero, wenn du mich bei dieser Mission begleitest, dann können wir es schaffen. Ich werde helfen. Verfluchter Uma, ich habe wirklich einen großartigen Freund. Ach, gehen wir, vernichte diese Feinde und halte die Evolution von Vilkruz auf. Wir bringen das jetzt zu Ende und gehen dann in Nereus Taverne einen Heben. Ach ja. Schwierig oder normal? Boah, 600, ich wünschte, ich wäre schon höher. Warte mal, man könnte ja mal gucken. Ja, warte mal. Bei Match gewinnen. Mal sehen, vielleicht kann ich das ja auch mit mehreren Leuten machen. Wollen wir einen Augenblick warten? Das dauert jetzt zu lange für so ein Part hier. Nee. Gut, dann machen wir es eben so. Probiere ich eben, es alleine hinzukriegen. Okay, schließe dich Baltor an. Na dann mal los. Verdammte Teufel! Ihr wagt es, hierher zu kommen! Werft euch nieder vor Fjörgin! Warte mal. Bei meinem umarianischen Bart. Die selbst ungetüm. Hey, Dummkopf! Weißt du überhaupt, was diese Brücke wert ist? Okay, aber eins wollte ich jetzt noch mal ganz kurz gucken. Und zwar, ich wollte doch vielleicht mal wieder
Warte mal. Die Wertstufen für bei Fähigkeitsnutzung verursacht ein Licht abzusuchen, das durch die Fähigkeit zu schleudert. Warte mal. Ja, warte mal, ich wollte ihn nämlich jetzt doch gleich mal. Zeig einen Schritt, ich muss ihn zeigen. Vielleicht doch mal. Schaden von Sonnenschaden. Welches am Halten muss. Ja, das wollte ich doch mal ganz kurz, warte mal. Ja. Ja, das wollte ich dann nochmal ausprobieren. So. Und schon bin ich wieder alle. Ach, hier kommt jetzt wieder leer. Ich wollte ja nicht darauf zurückgreifen. Bleib innerhalb der Barriere, egal wie. Hm.